Was ist am Digital Storytelling besonders? Ich glaube, das Stärkste, was wir haben, ist die Erzählung. Wir kennen es aus Kindheit. Wir können uns prima an die ganzen Fabeln, an die ganzen Geschichten, an die ganzen Metaphern erinnern, die wir als Kinder schon mitbekommen haben. Und ich glaube, ein Beispiel, das für mich einfach nochmal unterstrichen hat, wie kräftig und wie powerful im Endeffekt Digital Storytelling ist, ist so der Beginn der Obama-Kampagne. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben eine Meinungsforschungsumfrage in Auftrag gegeben und wir wollten einfach nur wissen, wie viel Prozent der Amerikaner haben den Namen Barack Hussein Obama schon mal gehört. Und ganz zu Beginn der Kampagne waren es 2,8% der Amerikanerinnen und Amerikaner, die den Namen Obama schon mal gehört haben, was ja verschwindend gering ist. Und ich glaube, ich muss niemandem erzählen, es ist fast ausgeschlossen, dass man irgendjemanden dazu bekommt, sein Produkt zu kaufen, wenn noch niemand was davon gehört hat, geschweige denn, jemanden dazu zu bekommen, auch für den Kandidaten zu wählen. Insofern, unsere große Aufgabe war es natürlich zu sagen, wie können wir die Markenbekanntheit von Obama erstmal nach oben bekommen, deutlich über die 2,8% hinweg. Wir haben gleichzeitig abgefragt, wie viel Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner haben den Namen Hillary Clinton schon mal gehört. Das waren 99%, wobei ich mich da natürlich immer frage, so, wer sind diese letzten 1% gewesen, die den Namen Hillary Clinton noch nicht gehört hat? Wie tief in Montana kann man wirklich leben? Aber da hat mir die Obama-Kampagne und vor allem Barack Obama eben auch gezeigt, mit der richtigen Botschaft, mit der richtigen Geschichte, mit dem richtigen Zeitgeist, den man natürlich auch treffen muss, kann man es schaffen, auch mit sehr, sehr limitierten Ressourcen seine eigene Geschichte so zu inszenieren und natürlich auch auf eine Art von Empathie mit anderen Leuten anzuknüpfen, dass diese Geschichte eben auch Relevanz bekommt. Und ich glaube, das war im Endeffekt, zumindest in der ersten Hälfte der Obama-Kampagne, wirklich die Herangehensweise, wie es Obama geschafft hat, bekannt zu werden. Wir wissen alle natürlich auch, wie es weitergegangen ist. Da kamen die digitalen Medien ins Spiel, die im Endeffekt wie Brandbeschleuniger funktioniert haben, um sicherzustellen, dass Obama die Botschaft und die Story, die er hatte, natürlich auch in jeden Winkel der Vereinigten Staaten, vor allem immer auch an die richtigen Zielgruppen, nochmal adressieren konnte. Da kamen so Kanäle wie Facebook und Twitter und YouTube damals 2008, als alles noch relativ neu war, mit dazu. Und ich glaube, da hat Obama und die Kampagne vor allem auch das Playbook geschrieben, wie man das wirklich einsetzt. Insofern, die digitalen Medien an sich, glaube ich, sind noch nicht wirklich der Gamechanger, den man braucht. Es muss immer die Kombination sein aus der richtigen Story, die relevant ist für die Zielgruppe, die Empathie ermöglicht, aber dann eben auch mit den richtigen digitalen Tools, die das Ganze, wie gesagt, auch richtig groß machen kann und dann wie Brandbeschleuniger funktioniert, um wirklich jeden letzten Winkel zu erreichen. Das Seminar ist wie folgt strukturiert. Man könnte jetzt sagen, so Digital Storytelling, wir setzen uns alle ums Lagerfeuer drumherum und schauen erstmal, was man wirklich so erzählen kann. Aber die Herangehensweise, die ich mir überlegt habe, ist, dass der erste Tag wirklich stark auf die Story an sich fokussiert ist. Erstmal müssen wir uns überlegen, wie kann ich wirklich eine Geschichte erzählen, dass sie mobilisiert, dass sie Leute begeistert. Und da kommen natürlich solche Elemente, die in jedes Storytelling-Seminar gehören, wie zum Beispiel die Heldenreise. Was hat Joseph Campbell damals rausgefunden, wie wirklich Spannung und Dramaturgie erzeugt wird. Dann gehen wir aber auch relativ schnell rein, sprechen über Polarisierung, über Kontraste, über Schwarz und Weiß, über den Helden, über den Schurken, über all diese Elemente, bis wir dann schlussendlich beim zweiten Tag landen. Und ich glaube, da ist wirklich wichtig, die ganzen Elemente von Zuspitzung, von Spannung und so weiter zu nehmen und die Frage zu stellen, wie kriegen wir das jetzt in all die unterschiedlichen digitalen Kanäle rein? Natürlich schauen wir uns immer an, was gerade an Kanälen en vogue ist, was relevant ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob es jetzt immer noch der Newsletter ist, ob man auf Snapchat ist, ob man auf Instagram irgendwelche Stories verbreitet. Facebook spielt natürlich eine große Rolle, die eigene Webseite, wie erzähle ich eine Geschichte digital? Und ich glaube, genau dort knüpfen wir an. Ich versuche in meinem Seminar immer wieder auf die einzelnen Cases einzugehen, dass Leute mir vorab schon zuschicken, woran sie gerade arbeiten, sagen, das sind die Webseiten, an denen wir bauen, das wollen wir nochmal optimieren. Wie funktioniert wirklich diese Zielgruppe? Und dass wir natürlich dann diese Fragen auch adressieren und immer wieder schauen, wie können wir die global-galaktischen Kampagnen, die wir uns anschauen, relevant machen, zuzuspitzen und dann eben auch auf den Einzelnen übertragen. Und ich glaube, das bringt uns dann auch zum letzten Punkt, dass wir uns eine lange Liste von unterschiedlichen Tools anschauen. Dass wir uns genau anschauen, welche Tools kann ich konkret einsetzen, sowohl auf meiner Webseite, sowohl in den digitalen Medien. Welche Hilfsmittel gibt es? Was habe ich für Schablonen im Endeffekt auch, um meine Stories auch selber zu konzipieren und dann schlussendlich eben auch in den unterschiedlichen Medien rauszublasen, um so viele wie möglich, aber vor allem eben auch die richtigen Leute zu erreichen und zu mobilisieren, genau das zu machen, was ich von ihnen möchte. Wer kommt alles in mein Storytelling-Seminar? Die Bandbreite ist gigantisch. Wir haben von internationalen Großkonzernen bis hin zu kleinen, winzigen Agenturen und NGOs alles mit dabei. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wirklich die Qualität von diesen Seminaren ausmacht. Das eine ist natürlich, was ich als Referent mit reinbringe, dass wir über Heldenreisen sprechen, dass wir über digitale Tools sprechen und all diese Aspekte.
Die große Herausforderung ist aber natürlich immer nach jedem Seminar, was passiert, wenn ich wieder rausgehe? Was passiert, wenn ich dann eben 2 Tage später wieder zurück ins Büro komme? Und ich glaube, da ist es großartig, diese unterschiedlichen Perspektiven von groß, von kleinen Konzernen mit dabei zu haben und schließlich auch zu erfahren, welche Tools setzen die denn ein? Was hat bei denen wirklich gut funktioniert? Welche Herangehensweise hat funktioniert? Wie haben die es im eigenen Unternehmen, in der eigenen Organisation wirklich auch umsetzen können? Und ich glaube, diese Art von Austausch, diese Art von Perspektivwechsel ist wirklich, was dieses Seminar besonders macht. Und das finde ich ist was, wie gesagt, was uns wirklich hilft, nicht nur drüber zu sprechen, sondern eben auch über die Implementierung nachzudenken. Ein Seminar, klar, ist immer dann erfolgreich, wenn jeder Teilnehmer, wenn jede Teilnehmerin genau das bekommen hat, was sie braucht, um hier rauszugehen und im Endeffekt nicht nur besser verstanden zu haben, was Digital Storytelling ist, sondern die notwendigen Tools, die notwendigen Ressourcen, die notwendigen Argumentationslinien hat, um das Wissen dann eben auch zu nehmen und mit in die eigene Organisation mit einzubringen, dann ist ein Seminar wirklich erfolgreich.